Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kollegen, wir Deutschen sind reiselustig. Im letzten Jahr sind 2 von 3 Deutschen mindestens einmal im Jahr verreist. Zum Vergleich, vor knapp 20 Jahren waren es nur noch die Hälfte von denen, die mindestens einmal im Jahr den Urlaub außerhalb der eigenen 4 Wände verbrachten. Und dabei geht es nicht nur in ferne Länder. Immer mehr Reisende suchen auch Erholung hier bei uns, ziehen ruhige Fahrradwege oder naturbelassene Wanderwege dem Trubel an der Playa de Palma vor. Mein Wahlkreis liegt in der Lüneburger Heide. Gerade bei uns freut sich die Urlaubsbranche über das zunehmende Interesse am sanften Tourismus. Das Buchungsverhalten allerdings, Staatssekretär Kälber sagte das, der Reisenden hat sich ebenfalls deutlich verändert. Haben im Jahr 2005 lediglich 11% der Urlauber ihre Reise im Internet online gebucht, sind es heute mehr als 35%, Tendenz steigend. Ungebrochen auch das Interesse an einem Rundum-Sorglos-Paket, also an Reisen, bei denen man mit einer einzigen Buchung Flug, Hotel und Verpflegung festmacht, sogenannte Pauschalreisen. Auch hier ist ein verändertes Verbraucherverhalten zu beobachten. Diese Pauschalreisen werden ebenfalls zunehmend im Internet ausgewählt und gebucht. Und es ist klar, dass diesem Umstand Rechnung getragen werden muss, gerade und auch im Hinblick auf den Verbraucherschutz bei Online-Buchungen. Bisher gelten nämlich unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen für Online-Buchungen und Buchungen, die klassisch in einem Reisebüro getätigt werden. Künftig sollen für beide Buchungsarten ein und dieselben Regelungen gelten. Das ist gut und richtig so. Die Europäische Union hat ihren Mitgliedstaaten aufgetragen, das 3. Gesetz zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften spätestens zum 01.01.2018 umzusetzen und im Sommer 2018 anzuwenden. Diese sogenannte Pauschalreisenrichtlinie greift genau diese von mir skizzierten Regelungslücken auf. Darüber hinaus hat die Richtlinie das Ziel, Verbrauchern einen besseren Schutz bei Stornierung, Sie sagten es bereits, zu bieten. Was passiert beispielsweise bei höherer Gewalt vor oder während der Reise? Sie erinnern sich vielleicht noch an den Vulkanausbruch in Island vor einiger Zeit, wo zahlreiche Menschen, darunter auch Urlauber, evakuiert werden mussten. Also was ist, wenn deshalb ein Antreten oder eine Weiterführung des Urlaubs gar nicht möglich ist? Hier war bisher der Verbraucher unzureichend geschützt. Und Reisende sollen in allen Mitgliedstaaten der EU ein und dieselben rechtlichen Rahmenbedingungen vorfinden. All diese Forderungen sind in der EU-Richtlinie berücksichtigt. Dafür erstmal vielen herzlichen Dank. Allerdings, auch das wurde bereits erwähnt, schreibt diese Richtlinie eine Vollharmonisierung vor. Das bedeutet, die einzelnen Mitgliedstaaten können nur bedingt von dieser abweichen. Allerdings berücksichtigt die Pauschalreisenrichtlinie nicht den speziellen Markt in Deutschland, dessen Reisebürostrukturen von denen der anderen Mitgliedstaaten abweichen. Finden wir in Frankreich, Spanien und Italien ausschließlich Agenturen der großen Reiseunternehmen, so haben wir bei uns in Deutschland mehr als 10.000 unabhängige Reise- und Tourismusbüros. Diese könnten enorme Schwierigkeiten bei der Umsetzung einzelner Passagen der Richtlinie bekommen. Kleines Beispiel, so wie es bei den zahlreichen Tourismusbüros in meinem Wahlkreis eigentlich täglich vorkommt. Eine Familie bucht ein Ferienhaus, dazu ein Tagesausflug in einen nahegelegenen Freizeitpark. An einem anderen Tag steht eine ausgedehnte Fahrradtour in der Heide auf dem Plan. Auch hier wird unser Tourismusbüro bei der Ausleihe der Fahrräder behilflich sein. Alles kein Problem bisher. Allerdings sind das nun 3 unterschiedliche Bausteine des Urlaubs. Nach Definition der EU-Richtlinie handelt es sich nun um eine Pauschalreise und das Tourismusbüro haftet als Reiseunternehmer komplett für alle Leistungen. Das kann natürlich nicht sein, meine Damen und Herren. Und wir dürfen damit nicht die Existenz der mittelständischen Reisebüros und Tourismusbüros aufs Spiel setzen. An dieser Stelle wird deutlich, dass wir im parlamentarischen Verfahren und im Rahmen unserer Möglichkeiten noch an vielen Stellen nachbessern müssen. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Markus Dressel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.